Die ersten, die den Saal betraten, waren Gastgeber Dr. Peter Müller, Vorstand der GGEW AG und Ehrengast Sebastian Rode, Profi von Eintracht Frankfurt, der aus Seeheim-Jugendheim aus dem Kreis Bergstraße kommt. Gemeinsam gegen Jugendarbeitslosigkeit. Nach den Eröffnungsfeiern in Offenbach und Wiesbaden wurde am 7. Oktober der vierte Standort der Joblinge GAG Frankfurt-Rhein-Main offiziell eröffnet. Ja, so langsam fühlt sich der Saal und ich habe das Gefühl, da kommt keiner mehr rein, deshalb legen wir mal los. Ich heiße Sie alle herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Abend. Freue mich, hier sein zu dürfen. Ja, ich habe es angekündigt, Herr Peter Müller, ich will jetzt auch nicht lange rummachen und würde Sie bitten, ich glaube, wir sind alle schon gespannt und freuen uns auf Ihren Beitrag. Ja, also nochmal Applaus für den Gastgeber und vielen Dank, dass wir heute hier sind. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen alle bei diesem Abend zu Joblinge am Standort Bergstraße. Am wichtigsten ist die Begrüßung vom Herrn Rode, vom Sebastian. Vielen herzlichen Dank, Sebastian, dass du dir die Zeit nimmst. Ne? Finde ich ganz klasse. Vielen herzlichen Dank hierfür. Dr. Peter Müller engagiert sich im Beirat der Joblinge für die Bergstraße. Als Partnerunternehmen stellt die GGEW AG Praktika und Ausbildungsplätze zur Verfügung. Stefan Rechmann, Leiter Neue Wege Kreis Bergstraße, berichtete über die gute Zusammenarbeit mit der Joblinge-Initiative. Das regionale Jobcenter finanziert 80% der Kosten der Joblinge und ist somit Hauptfinanzier. Engagiertes Aufsichtsratsmitglied der ersten Stunde und Wegbereiter in die Bergstraße ist Dr. Thomas Bröckel, der selbst seit vielen Jahren in der Bergstraße lebt. Den letzten Vortrag hielt Dr. Oliver Dani, Partner der Boston Consulting Group und ehrenamtlicher Vorstand der Joblinge GAG Frankfurt-Rhein-Main, der am Ende seiner Rede die Macher des Jobling-Teams auf die Bühne bat. Die Veranstaltung war ein voller Erfolg und ich habe selber für mich auch sehr viel mitgenommen, ne? Weil ich sah diese Joblinge, dieses super Theaterstück und mir ist wieder bewusst geworden, dass es doch Leute sind, die wirklich wahrhaftig benachteiligt sind. Ne? Und zwar benachteiligt, nicht aus der eigenen Person heraus, sondern einfach aus der Situation mit Familie, mit keinen Förderern. Meistens ist ja Mama und Papa, die dann einen fördern und das braucht man als junger Mensch auch und das haben die jetzt nicht. Einer der Höhepunkte des Abends, die Bergstraßen-Joblinge stellten ein selbstgeschriebenes und einstudiertes Theaterstück vor. Es ist immer das Highlight des Abends. Wir machen das, ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesehen, und es ist immer unglaublich bewegend, wie viel die Jugendlichen in so kurzer Zeit auf die Beine stellen können. Und mir zeigt es immer, da steckt ein Funke drin, den muss man jetzt zufächeln und dann wird da draußen ein großer Brand. Auch Fußballprofi Sebastian Rode war mehr als begeistert. Das ist für mich eine Herzensangelegenheit, deswegen muss ich schon nicht lange nachdenken. Als ich gefragt wurde, ob ich das machen soll, habe ich direkt ja gesagt. Und man hat ja bei der Gruppe gesehen, die das Theaterstück aufgeführt hat, dass da sehr großes Potenzial ist. Und da will ich auch mit ansetzen und mit meiner Vorbildfunktion da behilflich sein. Es war allgemein sehr witzig heute Abend. Es waren auch viele Reden. Meine Mama hatte so ein bisschen das Zuhörner. Und der Sebastian Rode, den auch mal dazu zu sehen, wie der spricht. Und das fand ich ganz cool, ja. Motiviert das? Klar, das motiviert auf jeden Fall. Das motiviert sehr. Die Aufführung der Joblinge unter der Leitung von Theaterpädagoge Philipp Heines ist nach nur 4 Tagen Probe wirklich bemerkenswert. Es gibt viele ungesehene Talente, gerade in dem Alter, gerade in dem Bereich. Und das aus denen herauszuholen, ist unglaublich, also es macht einfach unglaublichen Spaß. Die Initiative lebt vom Einsatz aller Partner und vor allem von der Mitarbeit und Motivation der Jugendlichen. Und ich möchte einfach appellieren an die Joblinge, dass sie das jetzt sich zunutze machen, diese Berufsorientierung, die hier bei Joblinge ganz im Vordergrund steht bei der Maßnahme, dass sie sich wirklich darüber im Klaren sind, was will ich, wo soll die Reise hingehen. Joblinge unterstützt euch dabei, die Fallmanager unterstützen euch dabei und ihr müsst das jetzt und ihr solltet es, das wäre so mein Wunsch, echt durchziehen, auch wenn es mal ein paar Hürden gibt, die es zu überwinden gilt, aber ihr kriegt das hin.
ich hoffe, dass ihr es hinkriegt und bin auch überzeugt, dass das passt und klappt. Also ich nehme mit, dass es hier ein großes Engagement an der Bergstraße gibt. Wir haben zwar eine gute Situation, was die Jugendarbeitslosigkeit angeht, da sind wir besser als in den Großstädten, aber wir haben das Problem trotzdem. Aber die Begeisterung, die ich heute gespürt habe, die lässt mich eigentlich gute Hoffnung sein, dass wir das Problem bald ganz gelöst haben hier. Am Ende durfte Hausherr Dr. Peter Müller Reporter spielen. Bleibt Sebastian Rode nach der Saison bei der Eintracht oder nicht? Diese Frage brannte allen Anwesenden unter den Nägeln. Sind denn die Gespräche schon eingelaufen? Das heißt, die Gespräche sind angelaufen. Man muss einfach sagen, wenn man mal die Chance bekommt, das gilt auch im privaten Berufsleben, ist das ja genauso, wenn man die Chance bekommt, zu einem absoluten Top-Unternehmen zu wechseln, dann überlegt man sich das natürlich auch zwei oder dreimal. Und so ist es halt auch im Fußball. Dann denke ich, dass es absolut akzeptabel ist für einen, wenn man da mal überlegt. Super, also bitte.